Morgen. Das war mein Blick aus dem Zelt heute Morgen. Ja, da hat sich's gelohnt, den Campingplatz aufzusuchen. Und was heute rankommt, gleich nach dem Intro. Ich werde heute mehr so ein bisschen technisches Video machen, ein kleines, kurzes, will es gar nicht so lang gestalten. Will ein bisschen was über die vergangene Radreise mit dem Multicharger sagen, mit den Gepäcktaschen, mit dem Navi und ja, wie zufrieden ich war. Ja Leute, die haben so einen klasse Brötchenservice hier auf dem Campingplatz. Ein Blick in die Kiste. Da sind die Brötchen. Einmal bestellt. Alles da. Wunderbar. Erstmal lecker Kaffee aufschütten. Oh, der Spiritus, der hat aber Dampf. Zack, aus ist er. Ja, Freunde, ich hätte euch gerne, ich muss mal den Tisch nicht rosig machen, ich hätte euch gerne den Rhein im Hintergrund geboten, aber die Sonne taucht gerade hinter dem Berg auf und das Licht lässt in die Richtung keine Aufnahme zu. Ihr wollt ja auch was sehen, ne? Nicht? Also, einwandfrei, hier ist schon fast angekugelt. Aber so mag ich's. Ja, das ist Frühstück, ne? Ein bisschen Senf drauf. Oder ein bisschen viel Senf drauf, esse ich gern. Und ich habe Blick auf den Rhein. Das verteile. Da kann man nicht meckern. Morgen. Dankeschön. Ja, ich habe frische Milch ist es nicht. Ich habe mal Milch, richtige Milch. Ich fahre ja nachher nach Hause. Die habe ich jetzt aufgemacht. Die hält, bis in den Kühlschrank kommt. Kaffee dabei. So. Marmelade aus der Tube. Genial. Aprikose esse ich sowieso gern. Einmal drauf. Die Sonne geht auf. Ich glaube es nicht. Die Sonne. Also, wenn ihr es sehen könntet, was mein Blick zurzeit ist, beim Frühstück, das habe ich mir in den Finger gestochen. Ich zeige euch. Schön Schiffchen. Und das andere, das wird die Kamera jetzt wahrscheinlich nicht so dolle schaffen. Dahin geht die Sonne auf. Ja, ist aber schön. Und jetzt noch etwas, was ich in meinem letzten Video versaut habe. Ich war ja am letzten Tag auch hier. Und zwar heißt der Campingplatz Schönburgblick. Und ich habe als die Burg gesucht und ich habe es in der Richtung gesucht. Und die Burg, die wird gerade schön von der Sonne angestrahlt. Also Leute, ich gebe euch nochmal einen Blick hier rundum. Das ist mein Platz. Ja, jetzt frage ich euch, was will man mehr im Leben? Ne? Was will man mehr? Ist jetzt ein Jammer, dass Saisonabschluss ist. Oh, schade. Aber jetzt genieße ich mein Frühstück. Okay, ich fahre jetzt 40 Kilometer habe ich bis nach Hause. Und dann auf dem Weg sage ich ein bisschen was zum Navi. Vielleicht auch noch was über die Reichweite, die ich ungefähr dann benennen kann. Und ich habe mein Akku nicht geladen heute auf dem Campingplatz, beziehungsweise gestern. Ich habe jetzt noch knappes, ich glaube 37% Ladekapazität von 100. Und das ist der 750er Akku. Also ich denke, es müsste bis nach Hause reichen. Und ich meine, 86 Kilometer sind bereits auf dem Akku drauf. Ich bin auf meiner geliebten Rheinstrecke und jetzt wird es laut, kommt ein bisschen Verkehr, kann ich nicht ändern. Es macht Spaß zu fahren. Ja, ich habe jetzt nochmal auf der Tacho geguckt.
Gestern bin ich 86 Kilometer gefahren mit dem Akku und heute wären es dann knappe 40. Das müsste passen. So, wenn alles funktioniert hat, habe ich euch jetzt das Display eingeblendet. Also ich bin im Eco-Modus. Ja, da seht ihr, ich fahre 18,7 Stundenkilometer schnell. Es sind noch 39 Kilometer Reichweite, 34 brauche ich bis heim. Das passt. Und jetzt Achtung, jetzt mache ich mal. So, jetzt habe ich mal auf off gestellt. Also auch mit diesem riesenschweren Fahrrad. Also mit dem schweren Fahrrad. Man kann auch auf gerader Strecke, befinde ich mich hier, auch so treten. Entschuldigung, das strengt nicht an. Und ja, geht alles. Ne? Aber Steigung mit dem Rad, das ist schon, da brauchst du schon Akku. Okay, weiter geht's. Burg Pfalz-Grafenstein, hoffentlich habe ich es richtig benannt jetzt. So sieht die aus. Ja, der schöne Rheinradweg bei schönem Wetter. Na, was willst du mehr? Herrlich zu fahren am Rhein. Einfach schönes Wetter. Ihr seht, der Rhein hat wenig Wasser. Ich hoffe, es kommt bald ein bisschen nass von oben. Okay, auf der Reise hatte ich es auch ein bisschen. Muss ja sein. So, beim Navi waren wir stehen geblieben. Ich wollte auch noch mal was zu sagen. Ich navigiere ja über diese Bosch Smart System. Habe ich heute Morgen auch meine Heimatadresse jetzt eingegeben. Und der geleitet mich klar hier über den Rheinradweg. Macht Sinn. Gestern die Routenführung war auch sinnvoll. Schön Radwege gewählt. Das war, also das steht jetzt keinem anderen Navi nach. Und jetzt wollte ich euch das auch mal einblenden. Okay, ja, die Bildschirmaufnahme, wenn es geklappt hat, dann kann ich euch jetzt einblenden, was für Informationen gegeben werden. Ich habe also eine Karte mit einem Pfeil. Seht links rein, das passt ganz gut. Dann habe ich die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Entfernung zum Ziel und die Ankunftszeit. Die Informationen auf dem einen Bildschirm. Und jetzt zeige ich euch nochmal, ja, auch nochmal Informationen vom anderen Bildschirm. So, den habe ich jetzt umgeschaltet. Da kriegt man dann nochmal groß die, ja, die Geschwindigkeit. Aber ich bleibe auf dieser Karte. Und wie sich das, wie das am Lenker aussieht, ja, zeige ich euch mal hier. So habe ich mein Handy eingespannt in diesen Bosch Smartphone Grip. Und ja, Verbindung läuft über Bluetooth. Okay, vom Handy. Da saugt es natürlich auch ein bisschen der Akku leer. Ne? Also ich habe dann gestern habe ich dann auch ja, nach einem halben Tag spätestens muss man dann das Handy an den Strom, aber der Smartphone-Grip kann man mit einem Kabel verbinden und dann Strom aus dem E-Bike-Akku ziehen. Das ist dann gar kein Problem. Die Fähre Niederheimbach-Losch, da ist sie. Sie fährt. Also so viel Wasser haben wir dann zumindest. Ja, hier kann man nett Päuschen machen. Ja, so ein kleines Kiosk, aber Auffahrt weiß ich nicht. Und hier gäbe es auch eine E-Bike-Ladestation. Aber ich bin gestern hier dran vorbeigefahren. Das sieht mir aus, als ob die Schlösser alle zu sind. Ja, die Schlösser sind alle zu. Anscheinend hat man es zugemacht, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Da ist, also ich habe es jetzt nicht probiert. Da ist nichts mit Laden. So, ich mache eine kleine Pause, Obstpause. Nochmal zum Gepäck. Ich habe ja meine Versorgung hier. Und wenn man dann an die Tasche will, wenn die jetzt ganz voll wäre, ich habe die jetzt ganz gut aufgekriegt, aber wenn die ganz voll wäre, dann ist das ein bisschen tricky auf der rechten Seite, da wo die andere Tasche angrenzt, dann das wieder zu verschließen. Aber mit ein bisschen Gefummel geht das. Also, ist möglich. Gut, erstmal ein bisschen Obst. Ich habe mir heute Morgen zwei Bananen und ein paar Nektarinen, so Blattnektarinen, kenne ich an sich nur von den Blattpfirsichen, aber ja, warum nicht, gell?
gut. Ist gut, ja. Und die Aussicht, die spricht für sich. Wer meine Videos kennt, der kennt diese schönen Bilder vom Rhein. Das gehört ja fast schon zu meiner Hausstrecke. Wir sind in Drechtingshausen. Hier ist ein schöner Rheinstrand. Bin ich gerade vorbeigekommen. Einladend mal die Füße im Wasser zu baden. Okay, wir kommen zurück zur Technik. Über das Gepäck wollte ich noch mal ganz kurz was sagen. Also hinten die 4 Taschen plus den Packsack. Und ja, vorne diese Box. So sieht das innen aus, wenn man reinguckt. Und ja, das ist ja auch ein feststehender Lenker, nicht Lenker. das ist ein feststehender Gepäckträger, der lenkt also nicht mit. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Gut, jetzt, wie ist es mit dem Fahrkomfort mit so viel Gepäck vorne und hinten? Also vorne kann ich maximum 15 Kilo, glaube ich, zuladen, hinten 65 ist das Fahrrad ausgelegt. Und ich spüre dieses Gewicht hinten jetzt nicht. Ja, das ist während der Fahrt ist das kaum zu bemerken. Jetzt kommt gerade so ein komischer Wind. Ach, hört man mich noch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Okay, ich habe also auch, wenn ich einhändig fahre jetzt einhändig und auch mal eine Bodenwelle oder so krieg, das Fahrrad ist unwahrscheinlich stabil. Das ist in sich auch, ja, das... Also man spürt kein Funken von Instabilität während dem Fahren. Jetzt geht es ein kleines Stück Steigung hoch und ich muss mächtig reintreten. Ja, also seht ihr, trotz Gepäck hinten und das passt also. Und das Gepäck vorne, das merkt man eigentlich überhaupt nicht. Dass der Gepäckträger nicht mitlenkt, kann man sich, oder ich habe mich schnell dran gewöhnt, ist gar kein Problem. Ja, im Hintergrund schöner Campingplatz. Ja, irgendwie die Campingplätze, die haben es mir angetan. Und jetzt geht's weiter auf einen schönen Rheinradweg. Fahrstabilität haben wir jetzt. Navi haben wir. Gepäck haben wir. Ja, was fehlt noch? Ich weiß es nicht. Ja, ich fahre jetzt noch ein Stück bis Richtung Ingelheim und ziehe dann mal mein Fazit. Freunde, ja, ich habe mir das nette Plätzchen für die Schlussansage ausgesucht. 3 Tage bin ich ja jetzt unterwegs, 2 Nächte, war ganz nett. Habe wirklich schöne Orte erlebt, die ich vermutlich auch ohne E-Bike vermutlich nicht erlebt hätte, nicht gefahren wäre und ohne Fahrrad sowieso nicht. Bin an der Nahequelle losgefahren, erster Campingplatz dann bei Kirn, der zweite Campingplatz, wo ich dann schon den Nahradweg beendet habe. Bingen dann nochmal hoch nach Oberwesel gefahren und so komme ich jetzt hier auf dem Rückweg in Bingen wieder an. Es sind noch 15 Kilometer bis zu mir nach Hause, da wird nicht mehr gefilmt. Also Radreise, Reiserad Nummer 1 wird es vermutlich nicht werden, das mache ich noch mit meinen klassischen Rädern und vermutlich auch ohne Strom. Schlichtweg, weil ich einfach keinen Bock habe, mir jedes Mal auf dem Campingplatz Strom suchen zu müssen und das abstimmen zu müssen. Nee, da denke ich, komme ich mit dem anderen Rad besser zurecht. Aber so. Für ja, bestimmte Reisen, wo ich mir so sage, hier geht's Mods bergauf, da werde ich es bestimmt auch mal nehmen und werde auch bestimmt Spaß dran haben. Ansonsten, ja, ich genieße nochmal die Aussicht. Was seht ihr? Ich denke, ihr seht, wie schön wir es hier haben. Ja, im Rheingau sind wir, ne? Im schönen Rheingau. Und beim Radfahren in meiner Heimat muss ich immer wieder feststellen, ja, wie schön wir es hier haben. Mit diesen Worten, in diesem Sinne sage ich, ciao, bis dann. Immer gute Fahrt. Ciao, ciao. Noch einen ganz kleinen Nachtrag zur Fahrleistung. Ich habe die Fahrdaten, glaube ich, noch nicht angegeben. Ich hatte gestern 88 Kilometer und heute sind es 38 Kilometer. Ich bin kurz vor zu Hause und das macht dann insgesamt 126 Kilometer mit diesem Akku. Ich habe noch 15% Akku und er gibt mir an, 19 Kilometer werden im Ego noch
zu fahren. Also gestern bin ich fast nur Tour gefahren, heute nur Eco oder fast nur Eco. Also könnt ihr euch ausrechnen, was der Akku so macht. So um die 140, je nachdem, wenn man sparsam fährt, 150 Kilometer sind da durchaus drin. So viel nochmal zu den Fahrdaten. Und jetzt wirklich, ciao, bis dann, immer gute Fahrt, ciao, ciao.